Hallo meine Lieben bei Cleopatra Orakel, herzlich willkommen wieder bei einer neuen Legung. Wir haben am 5. Juli den Vollmond im Steinbock. Der Steinbock an sich ist eine Erdenergie, die für Beständigkeit steht, die für Fundament steht, die für ja auch Klarheit und Ordnung steht. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich das auf das männliche und auf das weibliche Kollektiv auswirkt. Ich bin sehr gespannt. Ich bin tatsächlich einerseits beunruhigt, also ich habe einen schweren Atem, ja. Also jedes Mal, wenn ich daran denke, dann kriege ich so ein bisschen Schnappatmung. Auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, dass dieses Erdbeben nochmal wichtig ist, um eben ein Fundament schaffen zu können. Und möglicherweise muss das ein oder andere Erdbeben das ein oder andere bestehende Fundament zerstören, damit man Neues bauen kann. Also so empfinde ich ein bisschen diesen Vollmond in Steinbock. Okay? So, mit welchen Karten lege ich? Vielen. Witches Tarot von Ellen Dugan, Gilded Revealer von Ciro Marchetti, Weisheitskarten für Lebensentscheidungen von Colette Baron Wright. Rider-Waite-Tarot von AGM Urania, Die liegende Acht von Schirner Verlag, von Barbara Haider-Rauter und Christiane Arana, Fader, Seelenreich, auch im Schirner Verlag rausgekommen. So, dann starten wir, meine Lieben. Wir holen uns erstmal, ich habe die Karten noch gar nicht gesehen, deswegen weiß ich nicht, was auf uns zukommt. Bin sehr gespannt. Wir holen uns erstmal die Hauptenergie. Das ist das weibliche Kollektiv. Das ist das männliche Kollektiv. Da sind die verbindende Karten. Da haben wir doch die Unterdeckskarten. Wir versuchen alles irgendwie in Verbindung zu bringen. Ich muss mal schauen, ob ich dann ein bisschen die Kamera schwenken muss. Aber ansonsten starten wir erstmal mit dem weiblichen Kollektiv und natürlich die Hauptenergie, die für uns gilt beim Vollmond-Orakel. Oh. Verwaist. Ja. Das ist genau das, was ich spüre, dieses Erdbeben, wo erstmal alles in Schutt und Asche vernichtet werden muss, bevor man ein neues Fundament bauen kann. Oje, da kriege ich sogar Schmerzen im Gesicht. Meine Güte, okay. Oh, höhere Macht 4 und 5. Die da oben haben einen Plan scheinbar für uns, den wir noch nicht so ganz verstehen. Ich habe jetzt schon Angst vor den Karten, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich schon sowas sehe. Da wird eine Bombe hochgehen. Entschuldigung, ich will ja nicht, dass YouTube mich hier sperrt. Entschuldigung, aber ihr wisst schon, was ich meine, ja? Da wird irgendwas. Ich hoffe, dass es nicht zu heftig wird, ja? Okay, meine Lieben, wir starten. Das ist die Energie, aus der wir kommen. Das ist die Energie, die der Vollmond bringt. Das ist die Energie, was sich quasi aus dieser Vollmond-Geschichte ergibt, okay? Dann starten wir mit dem weiblichen Kollektiv. Lebenslust und Page der Münzen. Wunderschön. Das heißt, du hast für dich ein kleines Angebot für dich entdeckt, also du hast dich ein wenig für dich entschieden, um ein bisschen wieder Lebenslust zu bekommen, ja? Dieses Page der Münzen, das ist natürlich weder Ritter noch König, ja? Das ist ein klein, aber jede große Sache beginnt mit dem ersten Schritt und das ist wichtig, dass du dich entschieden hast, Richtung Energie sich zu holen, die dir diesen Lebenslust bringt, diese Lebensgefühl, diese Lebensfreude, dieses es dreht sich nicht alles nur ums Liebe. So, das wollte ich jetzt mal sagen, ja? So, was haben wir denn noch? Geborgenheit, wunderbar. Geborgenheit, das heißt, du hast entdeckt, durch den spirituellen Wachstum, den du erlangst in diesen ganzen Mondprozessen, ja, ich meine, nicht jeden betrifft das, ja, aber die, die hier zuschauen, die sich dieses Reading anschauen, die interessieren sich nun mal für diese Themen, ja, und die interessieren sich für den Mondzyklen und bauen das Verständnis auf für dieses spirituelle Leben, was das mit uns macht und wie sich das auf uns auswirkt. Und das ist dieses spirituelle Wachstum, wo du merkst, was dir letztendlich Geborgenheit bietet. Und ich hoffe für dich, dass du es entdeckt hast, dass das du selbst bist. Ja? Du selbst kannst dir Geborgenheit geben, sonst niemand. Wow,
Gratulation an das weibliche Kollektiv, wirklich. Innere und äußere Harmonie. Besser kann man die Karte im Tarot nicht widerspiegeln können. Das ist genau eine Frau, die die innere und äußere Harmonie widerspiegelt. Ja? Mädels, ich bin mega, mega, mega stolz, dass ihr euch so weit schon entwickelt habt. Und ich hoffe aus meinem ganzen Herzen, dass diese Energie mit ihr hier reingekommen, aus der ihr rauskommt, ja, dass die natürlich enormen Einfluss auch auf das männliche Kollektiv hat, ja, also super, super, super. So, gehen wir jetzt hier weiter oder gehen wir, nö, wir schauen uns erstmal das männliche Kollektiv. So, da bin ich jetzt gespannt, was das jetzt gleichzeitig mit dem männlichen gemacht hat. Reiße die Mauern um dein Herz nieder. Das ist genau der Mann, die Mauer um sein Herz nicht niedermachen, reisen möchte. Das ist genau die Erdenergie. Das ist genau Steinbockkarte, ja. Die wird das am meisten, also die Erdenergiezeichen, also Steinbock, Jungfrau, Stier, wird das am meisten betreffen, was aktuell abläuft, ja. Die Energien, die sich auf die Erde gerade auswirken, betreffen am meisten die Personen, die nicht nur in Sonnenzeichen geboren sind, sondern die in diese Energie wirken, ja, nach außen. Und bei denen ist es ganz klar geworden, dass sie die Mauern reisen müssen. Und schaut mal, das ist auch die Fünferkarte. Seht ihr das? Das ist 32, die Fünferkarte, da haben wir auch die Fünferkarte. Und das ist genau das, was passieren muss. Das ist dieses Erdbeben oder Herzbeben. Hat das nicht die Helene Fischer gesungen? Entschuldigung, ich bin da nicht so im Thema, aber da war doch was, oder? Ja, das wird ein Herzbeben sein, ja? Finde ich super. Finde ich ganz toll eigentlich. Da seht ihr schon, was für eine Auswirkung eure eigene Entwicklung auf die Herzensmänner habt, ja? Ich muss jetzt nur mal schauen, ob ihr alles genau sieht. Ja. Genau, alles klar. Gehen wir weiter. So, das ist das, was jetzt schon geschehen ist auf der anderen Seite, ja, die Einsichten, die Erkenntnisse, ja. Ein schwieriger Weg zeigt sich und der Page der Stäbe, so erschreckt wie der Krug, weiß er das, ja. Und da haben wir die 14er, wieder die Fünferkarte, ja. Wieder die Fünferkarte, Mauern niederreißen ums Herz, sich auf den Weg machen und man darf auch um Hilfe bitten, ja. Und lernen, dass wir alle verbunden sind, dass diesen Weg muss er nicht alleine gehen, ihr könnt ihn auch zusammen gehen, ja, man muss nur es erkennen, ne? Aber das ist eine wunderbare Energie, die wir hier haben. Und flammende Begierde, wow. Ah ja. Okay, da haben wir die 17, das ist die 8, das ist die doppelte Energie von 4, ja. Genau, also bis dato ist man nur mit dem Strom geschwommen, man hat sich nicht für nichts entschieden, ja. Man hat sich flexibel so ein bisschen hin und her gewogen und geschaut, wo kommt man denn an mit dieser Art und Weise? Und die höhere Macht hat jetzt die Schnauze voll. So, das heißt, wir haben die Flammen der Begierde, hier haben wir die sieben der Kelche, das sind diese Gedanken, diese Anziehungskraft, die man verspürt hat, die man nicht verstanden hat, die aber dazu geführt hat, dass man sich eben auf den Weg macht, ja, dass man die Entscheidung trifft, die Mauern um das Herz niederzureißen. Weil man davor immer in diese Illusion gelebt hat, man gedacht hat, das kann doch nicht sein, was ich da spüre, ja, das muss doch irgendeine Verhexung sein, die hat mich doch verflucht oder was, also was ist das denn, das ist diese unfassbare Anziehungskraft, bei dem einen oder anderen wird es stark sexuelle Art sein, wird es vollkommen egal, ja. Also ich spüre hier ganz viel Seelenpartnerschaften, Energie, ja? Genau, und bis dato hat man das so ein bisschen sich damit zurückgehalten und hat sich gedacht, na, 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 das ist nur irgendwie alles verhext, ne? Sowas habe ich noch nie gespürt, das ist nicht normal hier, ne? Das wird schon vergehen, das wird schon vergehen. So, und was verbindet euch? Ah ja, das Risiko eingehen. Die Würfel wurden geworfen, sagt man das so? Ja, ne? Genau. Cool. Für dich, du hast dich für das Risiko entschieden, letztendlich sich erstmal für dich zu entscheiden und damit hast du ihn dazu gezwungen, ja, inklusive natürlich höhere Macht, sich eben auf den Weg zu machen, aufzumachen, ja, wunderbar. So.
Welche Auswirkung hat jetzt der Vollmond auf das weibliche Kollektiv? Jetzt bin ich gespannt. Und da wollten zwei Karten kommen. Emotionale Klarheit und Großzügigkeit. Das heißt, bei dir kommt extrem viel Klarheit auf über deine eigenen Emotionen, über die Verbundenheit mit der höheren Macht, über die Zusammenhänge, über die Energiebändeabhängigkeiten, über das, je nachdem, wie du dich verhältst, was, wie sich dann für dich wiederum das, also du merkst das natürlich, sobald du dich für dich entschieden hast, welche Bewegung da auf der anderen Seite, und das sind diese Gesetzmäßigkeiten, die immer mehr für dich klar werden, ja. Und jetzt male ich schon wieder diese unendliche Acht, ja. Eben diese Prozesse, die immer wieder in Schwung kommen, ja. Wie sich auch gleichzeitig deine Schwingung erhöht durch deine Erkenntnisse und Klarheiten auf der emotionalen Ebene. Und du merkst gleichzeitig, was für mit welch Großzügigkeit du von oben, von dem Universum, welche Großzügigkeit du erfahren darfst, wenn du diese Gesetzmäßigkeiten verstanden hast, ja. Ah ja, aber das Ganze macht dir ja noch ein bisschen schlaflose Nächte. Vielleicht sind die Erkenntnisse, die du bekommst hier, nicht die, die du erwartet hast. Diese emotionale Klarheit wird dich in eine Entscheidung bringen. Die wird dir eine Entscheidung immer mehr. Wie sagt man denn? Sorry, wir haben den rückläufigen Merkur. Ich habe Probleme mit Wortfindung manchmal. Die wird dich immer mehr dahin schubsen, dass dir immer mehr klar wird, dass du eine ganz klare Entscheidung auch für dich treffen musst. Ja? Was heißt für dich? Also für dich nicht nur im Sinne für dich, sondern dass nicht nur du wartest, bis er eine Entscheidung trifft, sondern dass du auch eine Entscheidung treffen darfst. Ja? Für was auch immer und für wen auch immer, ja. Ah ja, die Integrationskarte ist ja auch zwischendurch rausgefallen beim Mischen, als ich das vorbereitet habe. Und jetzt liegt sie hier zentral. Das heißt, sie hat eine besondere Bedeutung. Und mit dem Ast der Stäbe, welchen wir hier haben, kommt für dich ein Impuls, eine Erkenntnis, eine Chance, denn Asse sind eine Chance, die wir bekommen auf Neubeginn, indem du das, was du hier erkannt hast, geklärt hast, entschieden hast, integrierst. Und erst wenn du das alles integriert hast, kannst du diesen frischen, transformierten Neubeginn starten. Weil Erkenntnisse zu haben, ist das eine. Aus den Erkenntnissen bestimmte Handlungen in Bewegung zu setzen, ist natürlich wieder eine ganz andere Ebene, ne? Innerer heiliger Gral. Okay, das sind alles wunderschöne Karten. Aber ich sehe hier viel Schwertenergie. Schwere Energien auf dem weiblichen Kollektiv, viel Abschlussenergie, viel Entscheidungsenergie, viel Abtrennung von Vergangenheit, Veränderung, Erkenntnisse zum Thema eigene Muster, eigene Handlungsweisen, eigene Glaubenssätze. Also diese Geschichten, die werden stark verändert, aber das weibliche Kollektiv entdeckt den inneren Gral in sich, dass man eigentlich die Schöpferquelle selbst ist und man trägt in sich die unendliche Weisheit, sein Leben selbst zu gestalten. Man ist von niemandem abhängig, von niemandem. Diese Abhängigkeitsenergie, die sich in den letzten Monaten so stark präsent war, ja, wo man ständig von der Energie des Gegenübers
abhängig war, was er tut, wie er reagiert, schreibt er nicht, treffen wir uns nicht, ja. Also ihr weißt schon, ne? Das geht alles zu Ende. Und das ist diese Steinbock-Energie, dieses Fundament zu bauen. Und du baust dir ein wirklich ein Betonfundament, ja? Mit dem heiligen Gral bist du unbeirrbar. Super. So, jetzt bin ich aber gespannt. So, was bringt der Vollmond in Steinbock, dem Steinbock? Ah ja, neue Strategien sind nötig. Finde den Weg zum Liebe und Glück. Okay, die Erkenntnis dafür, dass man neue Strategien gehen muss, ist da. Es ist nur die Frage, für den einen wird das so sein, dass er tatsächlich neue Wege geht, für die anderen wird das so, dass er die versucht, die Abkürzungen zu nehmen. Umwege zu nehmen, nochmal eine Schleife zu drehen, weil die sieben der Schwerter ist natürlich auch die Energie, wo man die Konfrontation meidet, wo man Entscheidungen nicht trifft. Auf der anderen Seite kann man auch sagen, für die andere Gruppe sehe ich, dass man sich eben aus der Energie verabschiedet, weil man gemerkt hat, diese Energie bringt mich nicht weiter. Das ist das, was ich bis dato gemacht habe. Ich habe keine Entscheidung getroffen. Ich habe die Konfrontation gemieden, sich zum Beispiel aus einer bestehenden Beziehung zu lösen. Ja. Und jetzt erkennt man, okay, das hat mich zu nichts geführt, verwaist. Und jetzt muss ich neue Strategien suchen. Okay. Also hier ganz klar zwei Reisegruppen. Ja. Also bei euch Verzweiflungsenergie, aber mit gutem Abschluss. Und hier, Halleluja, okay, wir haben hier eine Zwölferkarte, eine Dreier, hier haben wir 21, wieder eine Dreier, ja. Was mich auch so ein bisschen auf die Dreierkonstellation hier, wo ich immer sage, das muss keine Person sein, ja, das kann alles andere auch sein. Erkenne die Verzweiflung als Möglichkeit, in ihr findest du das Geschenk des Erwachens. Mit dem König des Schwertes ist das natürlich sehr aggressive Energie, also es nervt ihn tierisch, dass er aus dem Loch nicht rauskommt. Also das ist wirklich eine sehr depressive Energie, also man ist verzweifelt, man weiß nicht mehr weiter, man weiß, neue Strategien sind nötig, aber man weiß noch nicht wie. Man regt sich über sich selbst auf. Wo ist man denn gelandet? Wieso ist man so handlungsunfähig? Und, und. Ja? Also aggressive Energie, auch Luftenergie. Wir haben hier Schwerter, hier Schwerter, hier Schwerter, hier Schwerter. Ja? Das heißt, das ist diese höhere Macht mit dem Verweis. Ne? Die werden uns hier nochmal einen reinhauen. Ich sag's euch. Okay. Der Lotus in dir ist erwacht. Du bist ein Meister, eine Meisterin hohem Licht. Halleluja, danke schön. 41 wieder 5, ja? Ist das 41? Ja. Ah ja, genau. Man endet letztendlich mit dieser Handlung. Das ist wieder die Fünferkarte, verweist, ja? In dem Zustand, weil man eben keine Entscheidung getroffen, weil man sich immer wieder rausgeschlichen hat. Wenn man ist verzweifelt, man hat die neue Wege noch nicht gefunden. Ja, eigentlich die Erkenntnis hier ist wunderbar, aber hier der Vollmond, der bringt das so wirklich auf den Punkt. Das ist ja schön, dass du das erkannt hast, aber gemacht, also wenn es ums Tun geht, dann wird es langsam schwierig. Aber das gibt mir wirklich Hoffnung, wo der Magier aus dem Tarot letztendlich erwacht wird in ihm, in hohem Licht. Und zeigt ihm den Ausweg aus dieser Verzweiflung. Ja? Okay, also auch keine einfache Energie. Ja, und da haben wir diese Umwege, diese Schleife, die ich gerne nochmal gesehen habe. Ja? Der ein oder andere wird dann nochmal eine drehen. Ja? Ich wünsche natürlich es keinem, aber das ist eine Kollektivlegung, das kann nicht für jeden gelten. Und diese Umwege, ja, auf die man schon, genau, das ist diese. Ritter des Schwerter, ja, man will sie nicht mehr, man will eigentlich die Früchte ernten, ja, aber man dreht sich immer noch im Kreis. Okay, so, jetzt muss ich nur mal gucken, wie ihr das sieht. Da müssen wir das ein bisschen, wartet mal, ich versuche noch ein bisschen nach unten zu schieben, damit ihr das besser seht. Sehr schön.
Was zeigt das dem weiblichen Kollektiv jetzt? Worauf läuft es hinaus? Also wenn wir das Ganze jetzt gemacht haben, den inneren Gral in uns entdeckt haben, die emotionale Klarheit für uns geschafft haben, was haben wir hier alles in uns integriert haben? Wir sind bereit für den Neubeginn. So, worauf läuft es hinaus? Männlich-expansive Kraft. Ja, das ist das, was ich hier gesprochen habe mit der Entscheidung. Hier sind nach dieser emotionalen Klarheit Entscheidungen fällig, wie auch immer sie ausfallen. Und nach diesem Neubeginn, ja, wirst du in die männliche Kraft kommen, die diesen Zustand auslöscht. Ja, dieser Zustand, der hier ja, die Unentschiedenheit mit sich bringt. Das geht und du wirst ganz klar für dich Entscheidungen treffen. Und die männliche Kraft, das ist die Feuerkraft, das ist die ich tue es, ja, ich tue es. Ich weiß jetzt, was ich tue, weil ich mich emotional geklärt habe. Ich habe das in mich integriert. Ich habe den Heiligen Gral. Und jetzt komme, was wolle, ich entscheide für mich nicht aus der Angst, sondern aus der Kraft heraus, weil ich weiß, mir kann nichts passieren. Ja? Wunderschön. Seelenglück. Meine Seele ist mein Leitstern auf meinem Weg zum höchsten Glück. Nachdem du alles in dir integriert hast, diese spirituelle Weiterentwicklung erlebt hast und in sich auch integriert hast, bist du in deinem Kopf ganz klar, total klar, da kommt dir keiner und kann dir irgendwas reinmischen, also mit dem hier, mit der Schlange hier, sondern du weißt, was deine Seele gut tut, was ist dein Seelenplan, du folgst ihm. Nicht schlecht, nicht schlecht. Freundliche Kommunikation und der Hierophant, wunderschön. Trotzdem, dass du so unfassbar in dich dieses Fundament, was dieser Steinbock mit sich bringt, du hast ein wirklich Betonfundament für dich gesetzt, ja? Und dadurch, dass du ein Fundament hast, in deine männliche Kraft aus deine Kraft heraus handelst, ja? Ohne Angst, ja? Weil du weißt, du kannst nichts verlieren, du hast nichts zu verlieren, ja? Du kannst nur gewinnen. Und du hast dich geklärt und deswegen bist du auch fähig, freundlich zu kommunizieren. Das heißt jetzt nicht, dass du jetzt Kriege führst, ja. Mit dem König der Schwerter könnte man das ja auch denken, aber nein. Du bist total friedlich und mit dem Hierophanten, der sagt, genau das ist der richtige Weg. Du bleibst freundlich, du bleibst im Frieden mit dir selbst und mit deinem Umfeld. Okay. So, jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt. Oh, du bist in Drama gefangen. Ja. Befreie dich, bewege dich, verändere dich, erblühe ganz neu. Sind das die gleichen Karten? Von Farben her schon, ne? Ja. Die Erkenntnis aus dem Vollmond ist, ich muss mich aus dem Bestehenden, was auch immer das ist, befreien. Ja, da finde ich kein Glück. Das ist Drama. Das ist die Erkenntnis, was dieses männliche Kollektiv in absolutes Drama führt. Weil es Angst macht, ganz einfach, ja. Aber da haben wir die 40, die 4, die höhere Macht wirkt hier ganz stark, um das klar zu machen. Der Tempel deiner Wahrheit, betritt ihn und beginne deine eigene Wahrheit hochzuachten. Ja, schon wieder die gleichen Farben, seht ihr das? Ich finde, also manchmal ist das echt schon fast erschreckend, ja. Ja, der Mond. Das ist genau der Mond. Der Mond bringt eben alle Ängste hoch, emotionale Tiefe, Verunsicherungen, aber auch gleichzeitig diese Licht der Erkenntnis und der inneren Wahrheit. Und das ist genau, was hier geschieht, ja? Die Mondenergie wirkt sich ganz klar beim männlichen Kollektiv darauf aus, dass er in seine Wahrheit kommt.
dass er authentisch wird, dass er die Masken ablegt, dass er tief in sich schauen kann, dass er seine Emotionen klärt, ja? Das ist das, was der Mond jetzt hier im Steinbock mit ihm macht. Und was ist die letzte Karte? Lebe den Rebellen und Rebellin und erschaffe dich und dein Universum selbst. Und schon wieder sehr ähnliche Farben, ja? Da haben wir wieder die 23, die 5. Verweist, ja? Du musst da nicht bleiben. Werde Rebelle, ja? Du musst auch das Bestehende verlassen. Du weißt, du hast jetzt deine Wahrheit erkannt, ja? Du musst niemanden und schon gar nicht dich selbst belügen. Und wenn du das alles erkannt hast, dann werde jetzt Rebelle, befreie dich, lebe dein Leben, ja? Du hast den Schutz von oben. Sowas von, ja? Nimm dir Zeit, beschäftige dich mit dir selbst und lebe endlich dein Leben. Wow, okay. Gut, jetzt schauen wir uns mal das Unterdeck des weiblichen Kollektivs. Da haben wir Respekt. Genau, da haben wir schon mal auch, ach so, Entschuldigung, wir haben noch die verbundene Energie, ja, absolute Transformation, ja. Auf beiden Seiten, absolut. Also sehr passender könnte es nicht sein. Und jetzt haben wir hier diese freundliche Kommunikation und hier haben wir auch den Respekt göttlich geführt für die also Respekt und Wertschätzung für die Dualität beider Seiten, für die Unterschiede auf beiden Seiten und dass die Liebe trotzdem zwischen euch sein kann. Aber es darf jeder in seinem Zeitraum sich entwickeln, in seinem eigenen Tempo. Wir sind nun mal einzigartige Individuen und wir haben alle unterschiedliches Tempo. Die Frauen, das weibliche Kollektiv, gibt hier Tempo vor. Und man hatte jetzt so ein bisschen das Gefühl, dass das weibliche Kollektiv ungeduldig wird, weil wir so viel Transformation schon durchmachen und die da nicht nachkommen, ja? Sie kommen nach, aber irgendwie in eigenem Tempo. Und dafür wird jetzt dieses Verständnis aufgebaut und weil man nicht mehr wartet, ja? Weil man eigenes Leben lebt, weil man dem Seelenplan folgt, wenn man es alles in sich integriert hat und jetzt existiert man einfach in sich und fühlt sich nicht wie ein halber Apfel, der auf die andere Hälfte wartet, ja? Sehr schön. Und was haben wir hier noch? Den König der Kelche, genau. Man respektiert, dass der König der Kelche sich auch in seinem eigenen Tempo entwickeln darf. Sehr schön. So, was haben wir für das männliche Kollektiv als Hauptenergie? Der Baum der Wünsche ruft deinen Namen. Ein fast vergessener Wunsch erfüllt sich jetzt. Ja, der Wunsch nach Eigenständigkeit, der Wunsch nach, ich darf auch mal glücklich sein, der Wunsch danach, ich muss nicht in dem verbleiben, wo ich gerade stecke. Der Wunsch danach, auch noch mal lieben zu dürfen und der Wunsch danach auch geliebt zu werden, ja, und das genießen zu dürfen. Und wie ihr seht, das ist die 24 Karte, das ist die 6, da haben wir die 4, da haben wir die 5 und dann folgt die 6, ja. Die höhere Macht zeigt dir noch mal mit aller Macht, mit deiner Handlung, bist du in verwaisten Zustand. Wenn du dich da rausholst, darfst du deine Wünsche in Erfüllung bringen, ja? Was haben wir hier? Ja, die Schattenseite, das sind die Ängste, aber auch gleichzeitig ist das die Karte der Teufel, die normalen Rider-Waite, ja? Und da kämpfen so noch in sich diese alten Verbindungen, alte Anhaftungen, alte Muster, Handlungsmuster, also das wird sich hier noch, das merken wir hier noch mit dem Mond und der Tempel der Wahrheit, ja, also das, die sich davon lösen, das fällt dem männlichen Kollektiv noch ein bisschen schwer und bereitet schlaflose Nächte, genau. Was ist die Unterdeckenergie, die der verbindenden Energien? Kommunikation, Austausch,
Möglicherweise auch Treffen. Also es kann sein, dass es um den Vollmond auch viel Treffen stattfinden, die wiederum aufzeigen, dass man noch nicht füreinander bereit ist. Das wiederum dazu führt, dass man wieder in ein Loch fällt, wo man sich wieder klären muss, in dieses verwaisten Zustand kommt, damit die Transformation nochmal möglich ist. Genau, weil die Entscheidungen notwendig ist auch, sind auf der männlichen Seite, ja. Das ist natürlich auch so Nervosität, ja. Genau. So, ich hoffe, ich konnte euch das gut vermitteln, mit was wir hier zu tun haben. Ich bin sehr gespannt. Ich meine, noch schlimmer als der, was haben wir jetzt, Neumond im Krebs gehabt, gell? Das war noch ein bisschen schlimmere Energie. Ich glaube, für das weibliche Kollektiv wird es nicht so schlimm sein wie für männliches Kollektiv. Also Mädels, haltet durch. Männliches Kollektiv, diese, die mir zuschauen, das sind natürlich deutlich weniger. Aber ich glaube wirklich an euch. Da musst ihr jetzt noch mal durch. Aber ich sehe schon hier Licht im Tunnel. Das wird besser. Es wird eindeutig besser. Und dann dürft ihr euch eure Wünsche erfüllen. Also genau, haltet durch und wir sehen uns beim nächsten Orakel, ja? Danke, tschüss!